Unsere Helden brachen durch die Tore zum Turm des Bösen und betraten die Schmiede, in der die Untoten ihre Waffen und Rüstungen fertigten. Auf sie herabschauend stand der Turm des Bösen hoch und bedrohlich. Dies war das Herz des Bösen. Oh, das ist nicht gut. Dieser Geruch erinnert mich an eine Waffenschmiede. Ha! Ich habe die beste Waffe von allen. Ja, du hast zumindest eine gut aufgestufte Waffe, das kann man durchaus sagen, ja. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob es die beste ist. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Artefakte gefunden. Ich glaube, da ist auch nicht mehr viel Platz für weitere. Deswegen sollten wir natürlich vorsichtig sein, wem wir jetzt was geben und müssen das dann gegebenenfalls auch mal auswechseln. Meine Lieben, ich glaube, diesen hier machen wir noch und dann muss ich auch schon wieder aufhören. Denn ich muss morgen arbeiten. Und es ist schon wieder ganz schön spät. Gut, da kommen wir hoch. Aber da oben geht es nicht ganz so schnell hin. Kommt, geht einfach weg. Ihr seid böse, ihr seid gemein. Ihr habt mich nicht lieb. Oh Gott. Du sowieso nicht. Aber es scheint, dass unsere Leute dank der Level-Ups, die sie haben, auch mehr Lebenspunkte bekommen, oder? Nee, bleibt bei 100. Okay, dann habe ich mich vertan. Ach, da komme ich gar nicht durch. Warum nicht und was macht die Platte da? Das muss ich jetzt nicht verstehen, nee. Okay, das Teil ist auf jeden Fall weg. Ich bin ein wenig verwirrt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich jetzt richtig bin oder nicht. Ich scheine richtig zu sein. Vielleicht hätten wir oben nochmal einen extra Weg gehabt. Ich meine, was ich natürlich fies finde, es ist okay, wenn man in einem Level verschiedene Dinge versteckt, aber in einem Level beispielsweise zwei verschiedene Wege zu haben und einen dazu dann auf diese Weise zu zwingen, das noch einmal zu spielen, das finde ich echt fies. Das mochte ich bei Sonic nie. Achso, das Ding kann ich gar nicht bewegen. Aber wozu ist das Teil hier? Das wollte ich nicht. Sorry. Genau. Komm mal schön raus. Ich will da mal rein. Aha. Weitere fiese Bösewichte. Plus Trank. Und die Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Hoffentlich ist der nicht für drüben. Oh doch. Ich verstehe, jetzt müssen wir wieder zurück. Mhm. Ist das nur eine Platte? Kommen wir da nicht durch? Doch. Nee, haben wir nicht. Na gut, dann gehen wir hier mal runter. Oh, verdammt. Okay, ich bin wieder da. Alles ist wieder gut. Ach, jetzt bewegen die sich auch alle. Sehr interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier hinter auch noch irgendwas ist. Ja, lass mich mal durch.
Na, wusste ich doch. Immerhin. Wenn auch nicht perfekt, aber wir haben's. Der Rest ist mir fast egal. Das heißt, wir müssen sogar diesen Weg zurück antreten. Das ist natürlich auch interessant gestaltet. Finde ich gar nicht verkehrt. Upsala. Geht mal bitte weg. Ich weiß, ihr habt mich ganz doll lieb. Ich spüre diese heiße und innige Liebe, aber könnt ihr gerne woanders ausleben, nicht bei mir. Genau. Wie kommen wir denn jetzt an den Trank wieder ran? Schon mal nicht mit dem Enterhaken. Das bedeutet, wir brauchen den Zauberer. Haha, geht doch. Gekonnt ist gekonnt. So, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, an den Trank noch ranzukommen. Oh nein, ich war gerade oben. Verdammt, noch eins. Gibt's da nicht. Es war schon so gut. Oh, das könnte was werden. Einfach ein bisschen schwingen. Ja, oh, Gott sei Dank. Gut, weiter hoch können wir uns nicht hangeln. Aber an diese Kiste hier ran. Nö. Natürlich hat mich der Feuerball erwischt. Wie sollte es anders sein? So, euch mache ich freiwillig weg. Ich brauche die Erfahrungspunkte und ich brauche die Möglichkeit, hier durchzukommen ohne großartige Schwierigkeiten. Ah, eine Kiste. Brauchen wir auch wieder einen Schalter für. Genau, schieß ihn mal ab. Das war eine hervorragende Idee von dir. Erfahrungspunkte 12 von 50. Das ist Metall. Es sieht so aus, als wenn man von unten durchkäme. Aber ich habe jetzt nichts gesehen, was irgendwie darauf hinweisen würde. Da oben geht es da auch noch lang. Och, man weiß es immer nicht, ne? Das ist hier auch total kurios gemacht. Ah, guck mal, da ist doch ein Seil. Dann habe ich dich schon mal abgenommen. Vielleicht brauchen wir die Faust noch für irgendwas. Komme ich nicht durch, da komme ich nicht durch. Wir müssen definitiv von der anderen Seite kommen. Oder wir müssen die Faust verwenden, um die da durchzuhämmern. Nee. Das hätte ja klappen können. Ich weiß nicht, wie man daran kommt. Ich habe keine Ahnung. Auch noch hoch wieder. Jo, gib mir mal automatisch den Trank. Das ist super. Was haben wir denn hier noch wieder Schönes? Da ging es doch noch weiter nach oben, oder was? Ist doch nicht euer Ernst. Ja, aber nicht schlau, ist okay.
Das Teil nehmen wir mal und packen es darauf. Kriegen wir auch noch eine Platte hin? Ja, das klappt. Okay, sie ist zwar tot, aber wir sind auf der anderen Seite. Dann nimmst du mal das Teil, passt auf, dass die Feuerbälle nicht mehr von links kommen. Stellst jetzt hier mal so ein Kistchen hin. Und damit haben wir jetzt auch die Kiste befreit. Oh, Gott sei Dank. Ich meine, dieses Level ist echt anstrengend und herausfordernd im Gegensatz zu den anderen, die wir bisher hatten. Ja, ja. Ach so. Dankeschön. Dann brauche ich da nicht hoch. Wir könnten jetzt hier auch wieder runter. Wir bräuchten gar nicht mehr auf die andere Seite, oder? Ja, sieht gut aus. Allerdings sind wir auch wieder hier. Und die Skelette sind auch wieder da, erstaunlicherweise. Wie auch immer das passiert ist. Aber die kommen wahrscheinlich immer wieder, wenn wir an diese Stelle zurückkommen. So, alle wieder am Leben. Her mit meiner Kiste. Die gehört mir. Ich komme nicht ran. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Vielleicht komme ich von der anderen Seite ran? Nee, ernsthaft, das könnt ihr jetzt nicht mit mir machen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Geh doch mal weg, Mensch. Ach. Hoffentlich schmelzen mir die Kubi nicht davon. Doch, die gehen kaputt. Das habe ich mir nämlich fast so gedacht. Aber hier geht's doch weiter, oder was? Jetzt habe ich doch die Kiste trotzdem nicht. Was soll das? Das Level mag ich nicht. Das ist nicht so schön einfach. Okay, wozu auch immer ich das gemacht habe, es ist vollbracht. Okay. Das war richtig eigenartig. Dabei wollte ich bloß da oben hoch. Aber die Frage ist, wie man da hochkommt. Okay, dann muss ich versuchen, den Zauberer dafür einzusetzen. So. Das ist die einzige Möglichkeit, ne? Ja. Funktioniert auf jeden Fall, dass wir rankommen. Aber jetzt haben wir immer noch nicht die Kiste. Und hier ist es wieder schön. Schön darf es gar nicht sein. Wir brauchen es hart und gefährlich. Bums. Okay. Skelett hat sich selber erlegt und zerlegt. Das ist sehr schön.
Was mache ich jetzt hier? Hier bin ich doch schon viel weiter, als ich eigentlich sein wollte. Was hat dieser Schalter zu bedeuten? Nee, ich will da oben hoch. Sehr schön. Alles, was wir jetzt einsammeln an Erfahrungsfläschchen, brauchen wir später nicht mehr. Das zu, okay. Wozu ist diese Platte? Damit kommen wir unten weiter durch. Ist in Ordnung, aber ich habe trotzdem die Kiste jetzt nicht. Verdammter Dreck. Und du gehst mir auch noch auf den Senkel hier. Oh, aber die Kiste könnte ich kriegen. Immerhin, dann haben wir eine. Victors Krone gefunden. Wer auch immer Victor ist. Freut mich für Victor, dass wir seine Krone haben. Das hört ja nie auf. Gott, jetzt muss ich da oben hoch, oder wie? Dankeschön für die Erfahrungspunkte, die ich wieder fast verpasst hätte. Nee. Eigentlich wollte ich bloß noch mal oben gucken, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich mach weiter. Oh Gott, hoffentlich gibt es keinen Endboss-Kampf. Aber es muss einen geben. Es wird einen geben. Dankeschön. Das sind auch Stacheln, natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Okay, hier links ist offensichtlich nichts mehr. Da haben wir noch was. Geht doch mal alle weg. Ich brauche Erfahrungspunkte und ihr braucht den Tod. Hier unten ist garantiert noch was. Ja, zumindest ein Skelett mit Erfahrungspunkten. Ich komme an die Kiste nicht mehr ran. Das tut mir am meisten weh, ehrlich. Und ich glaube, da waren auch noch zwei Erfahrungspunkte-Fläschchen. Wenn uns zwei fehlen, dann weiß ich wenigstens, wo es ist. Was ist das denn hier? Okay, wir kommen durch. Der Rest ist mir egal. Uff. Da unten ist was zum Speichern, ein Checkpoint. Da ist auch noch was an Erfahrungspunkten. Ich speichere lieber erstmal. So, ihr könnt ruhig wieder runterkommen. Schön ist, dass wir auf der Plattform wenigstens Platz finden, ohne gleich zu sterben. Geschafft. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir wieder runter. So, jetzt kommen wir auch runter.
Oh, wieder ein Level-Up, aber wir können nichts mehr aufstufen. Wir sind durch. Ich muss nach oben. Also gehen wir erst einmal wieder zurück. Und dann oben entlang. Ja, ich wusste schon, warum ich nach oben will. Danke dafür. Treffer. Nein, lass meine Kiste da. So. Das dürfte dann auch so langsam der Ausgang sein, auch wenn wir jetzt natürlich vieles verpasst haben. Tut mir auch leid. Okay, hier ist nichts mehr. Dann nehmen wir unsere Kisten mal. Oh Gott, wie süß eine Minikiste. Ach ja, die gehen ja hier kaputt, ne? Oh! Wie komme ich denn da jetzt noch ran? Ah. Okay, ich verstehe. Und jetzt? Ich kann es nicht durchbrechen. Aber ich kann doch auch nicht einfach durch die Lava warten, oder was? Ja, das war jetzt volles Risiko. Ach, ich hätte bestimmt von der anderen Seite kommen sollen. Hm. Darauf muss man auch erstmal kommen. Ja, super. Das ist noch lange nicht das Ende, verdammt. Gut, hier unten ist nichts weiter. Hier brauche ich auch nicht mehr hin. Aber ich sollte den Checkpoint schon mal auslösen. Da ist auch nichts weiter. Hier ist nichts. Wozu bin ich denn überhaupt? Nein! Das gibt's doch nicht. Dankeschön. Wir müssen auf den Turm klettern. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, fuhr ihnen eine eisige Kälte durch die Knochen und die Geräusche der Schmiede waren verklungen. Zu still. Und dann hörten sie die Stimme. Okay. Welche Stimme? Ist auch egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Ansehen und bis gleich hier bei Trine. Wieso hat der Abo-Button eigentlich nicht mein Gesicht? Macht man das nicht mit wertvollen Dingen so? Man sollte ihn schnell drücken. Vielleicht ändert YouTube es bei 100.000 Abonnenten.